von zum Beispiel auf Sixer kommen. Aber da sind wir mal sehr gespannt. Es geht auch direkt los und es geht ziemlich flott los, deshalb müssen wir auch direkt reinschalten. Eieieiei. Als PGL lässt sich da gar keine Zeit. Die fängt direkt an, so wie sie Lust hat. So, auf jeden Fall Optik im Retake und Envy auf Inferno. Eine Macht, wenn es darum geht, auf CT und T-Seite zu spielen. So, aber die Runde können sie erstmal ohne Probleme gewinnen. Damit geht die Pistol Round an die Franzosen. Schöne Position von Sixer, auch gutes Kreuzfeuer da mit Scream. Und die Runde ist Geschichte. Ja, natürlich Envy da auch ein bisschen warm gespielt aus ihrem BO3 davor. Das ist schon eine harte Nuss, ne? Wenn du als Envy halt dreimal BO3 spielen musst. Das zieht dann schon an der Materie. So, auf jeden Fall, APK bekommt erstmal gut einen in den T. Es zieht sich hier direkt zurück. Optik wird versuchen, den A-Spot sehr, sehr defensiv oder sehr tief zu halten. Und Envy, halt auch ein Team, was sehr gerne kompakt arbeitet, Richtung Banane, versucht den Happy Richtung Mitte einzusetzen. Das sind so die Keypoints, die Envy gerne auf Inferno auf der T-Seite umsetzt. So, Mixwell auf der Jagd. Bleibt auch der Volk. Happy kommt aber durch. Damit kann er noch ein bisschen Stress in der Mitte machen. Zieht sich aber jetzt direkt zu seinem Team zurück. Und jetzt wird es auf Spot gehen. Schöne Smoke da nochmal vom Magist. Und die will er auch direkt ausrüsten. Die Flash kommt aber ganz gut. Alle blind. Freiburg versteckt er irgendwie. Der wird nicht gesehen. Aber dann dreht Sixer nochmal zusammen. Scream um. Sie können es bewältigen. Und sie haben den Bombenplatz. Damit für Optik der Retake. Und die versuchen es erstmal Richtung Banana. Wird aber noch Happy. Mit der MAC-10. Ja, und natürlich die MAC-10 kann ja sogar noch ein bisschen Geld farmen. Das wird der Happy gesehen und dann setzt der Aim-Punch ein. Alu ohne wirkliche Chance. Ja, damit sehen wir jetzt auch nochmal die Eco und dann wird hier auch gekauft. Eine Flash dabei, die kann man natürlich jetzt individuell einsetzen. Das heißt, Mixwell kann versuchen, sein Team zum Beispiel Richtung Mitte rein zu flashen. Der kann sie versuchen, Richtung Banane runter zu flashen. Beliebt ist zum Beispiel, verzögert in die Mitte rein anzugreifen. So, und das wird hier auch der Fall sein. So, dann warte ich jetzt nur auf das perfekte Timing der Flash. Das kommt jetzt. Oh, da wurde sehr, sehr viel Schaden verteilt, weil Sixer da komplett auf Anti-Flash steht. Und da fängt man einfach nur die Mitte mit den MAC-10s ab. Und Happy zieht nochmal rum und verteilt nochmal eine Schelle. Aber das 3:0. Ja, Happy wie gewohnt gut in diesem Tournament. Da gibt es nichts zu meckern. Es geht in die erste Waffe. Und Alu mit Full Kevlar und AWP, keine Granaten dabei. Und er versucht sein Glück erstmal in der Mitte, wartet bis das Equipment hochgeflogen kommt. Und dann wollte er eigentlich in den Angriff gehen. Aber XMS, der kennt da gar nichts. Der geht direkt rein. Die Smoke ist natürlich wieder perfekt. Die schmeißt man sich und versucht dann damit die Spieler im Haus zu supporten. Ja, und Envy vielleicht in so einem Flow drin, den sie mitnehmen können. So, jetzt geht's wieder über, oder das erste Mal über den Balkon. Und da stehen sie im Kreuzfeuer. Alu fängt noch einen in der Mitte ab. Sixer sucht dann nochmal das Duell gegen die AWP, bleibt aber ohne Erfolg. Einzige, der fällt, ist Magisk. Und Scream, der hat irgendwie durchgeschummelt auf lang. Er ist aber jetzt auch bekannt und wird hier direkt von zwei Seiten
ins Kreuz genommen. Aber das sitzt nicht ganz. Da kommt Scream echt nochmal in die Möglichkeit, den Frack hier zu setzen. Hat noch die Bombe dabei. Das 3 gegen 1 vor sich. Check nochmal die Library. Und er wartet. Er hat noch 40 Sekunden Zeit. Optik macht hier nicht viel falsch. Ein bisschen Infoplay Richtung Mitte. Hat einen Spieler im Pitch stehen und einen defensiv auf B. Das heißt für Scream eine sehr schwierige Situation, das nochmal auszuspielen. Und dann wird er auch von der AWP gesehen. Boah, das ist sein Todesurteil. Da zieht HS einfach rum. Und das Ding ist gelaufen. Ja, ihr könnt natürlich immer noch via Twitter mit mir kommunizieren. Dafür einfach das Hashtag 99Major nutzen. Und dann können wir da auch gerne noch ein bisschen über @jitko oder wie gesagt über das Hashtag auch ein bisschen kommunizieren. Eure Gedichte, eure Bilder, wie ihr das Ganze verfolgt. Oder auch eure Meinung zu den Teams könnt ihr gerne dort schreiben. Würde ich mich drüber freuen. So, 1-3. Es geht direkt wieder Richtung Banane hoch. Envy versucht es jetzt mit sehr, sehr viel Tempo. Ah, der Molotov kommt nicht ganz, weil... Magisk. Das war glücklich, dass er da nochmal rauskommt. Glück gehabt. Jetzt wird es HS nochmal nachgehen. Der setzt zum Spray an, da rennen sie alle rein. Den letzten sieht er auch noch da in der Banane sitzen. Das ist nämlich happy. Nochmal eine Granate hinterher. Volle Artillerie. Und Happy im 4 gegen 1. Die Bomber im Gepäck. Die Smoke kommt. Ist die so geplant gewesen, um sich eine Deckung zu geben? Er hatte nur eine Minute Zeit. Ja. Ah, da wartet Alu in der Mitte. Und die Runde ist vorbei. So, genug Geld hat man nochmal, um ein paar Pistolen zu kaufen. Und sie gehen sogar in Forceball. Was heißt Sixer? Der spart natürlich auf die AWP. Happy legt sich auch einiges zurück. So, es geht Richtung Mitte. Oh, Alu wird da ein bisschen überrascht. Dafür ist Mixwell da und der macht 3K. Schön 3 Spieler umgepfeffert. Schönes Backup dafür Alu gegeben. So, HR ist da nochmal auf der Suche. Und sie haben die Bombe. Das versucht man jetzt natürlich irgendwie abzusmoken und zu flashen, dass man da irgendwie nochmal drankommt. Da rennt man voll ins Verderben rein. Smoke kam nicht ganz ideal, weil sie da keinen Schutz hatten für lang. Jo, da kann Mixwell gut reinhalten. Oh, der zieht einfach sein komplettes Magazin durch, läuft bei ihm. So, und dann ist Magisk, der nochmal auf lang zuschlagen darf. Der sprayt auch einfach nur durch. Und die Runde ist vorbei. So, 3-3. Oh, was ein Push von XMS. Wie frech. Und da steht halt keiner Richtung A. Das war die einzige Verteidigung, die sie Richtung A kurz hatten. Und da ist XMS drauf. Bombe steht noch in der Mitte, die wissen gar nicht, was jetzt um sie geschieht. HS hat er auch direkt gefressen. Und Envy schafft es, mit ein paar Pistolen hier zumindest Richtung Side zu kommen. Die Bombe steht noch oben im Haus, versucht jetzt irgendwie aus dem Apartment rauszuhüpfen an dem Molotov. Und sie kann geblendet werden. Da man noch das Backup Richtung kurz hat, passt das hier. Jetzt müssen sie auch auf lange Distanz einfach nur versuchen, die Spieler hier wegzufischen. Oh, und das scheint zu funktionieren. Freiburg im Haus erfolgreich, mit Jizz darf sich auch noch einen mitnehmen. Und die Runde ist vorbei.
Ja, Bombenplant bekommen, Ziel erfüllt. Und den doch gerade sehr, sehr leicht. Also Ziel erfüllt. Optik klärt das ganz gut auf langer Distanz. Gewinnt aufs Duell oben im Haus. Und Alu in der Mitte direkt abgesmoked. AWP ist halt sehr, sehr schwer zu spielen. Auf Inferno meiner Meinung nach. Aber der Boost ist immer wieder schön anzusehen. So, und man nutzt nochmal die Lücke, um Richtung Balkon rauszukommen. So, und man macht den Arschbit draus. So, Mixwell ist da bekannt. Das kann gecallt werden. XMS schlägt zu. Dann was wollte Alu da machen? Da kann er nicht viel machen. Da liegt noch eine Smoke. Richtung lang. Und er kann keinen Support geben. Gegen drei Situationen. Sixer im Pit. Mitspieler oben im Haus. Und sie haben einen Richtungsspot. Also gutes Kreuzfeuer, um den Afterplant hier auszuspielen. Nur XMS ist da natürlich ein bisschen alleine auf sich gestellt. Der braucht das Backup eigentlich von Sixer. Und es klappt hier nicht ganz. Jetzt muss man den Spieler oben im Haus finden. Der Richtung Spot ist Geschichte. Sie kommen aber nicht an den... Oh, sie kommen nicht an die Bombe dran. Reicht das noch? Der Molotov verhindert hier fast den Diffuse. Und dann ist Magist mit dem Deathkit. Also, das passt noch. Das passt noch alles. Gott sei Dank haben sie noch eine Smoke dabei. Ansonsten wäre das hier wahrscheinlich nicht so gnädig ausgegangen. So, Alu weiß natürlich ganz genau, wo er steht. Und damit haben wir das 5:3. Diesmal die Offensive Richtung Banane. Scream findet da einen, muss aber gut Schaden einstecken. Also da erstmal kein Durchkommen für Optik. Aber die kriegen viel Kontrolle über die Banane. Und das wollen sie jetzt auch nicht für Optik, sondern für Envy. Aber die kriegen viel Kontrolle über die Banane. Und sie haben First Pick gezogen. So, abgekehrt, eine gute, schöne Position. Trifft da nicht direkt den Kopf. Das heißt, die Chance ist vergeben. Aber sie halten weiter Richtung Banane ihren Raum. Dafür bekommen sie jetzt ganz gut das Haus hier unter Kontrolle. Das heißt, Map-Kontrolle bei Envy wieder on point. Smoke Richtung lang. Ja, das wird nur der Fake sein. Bombe mitnehmen, wäre ganz cool. Das wird nur der Fake sein Richtung A. Und da wird man Happy noch ein bisschen arbeiten lassen Richtung Mitte. Der Rest bewegt sich Richtung B. Mal schauen, ob sie damit im Execute durchkommen. Problem, da ist nur ein Spieler, das ist Alu. Der findet den ersten, kann nochmal nachgehen. Wird jetzt ein Prefire. Geht man um die Ecke und Sixer bekommt sogar noch einen Anschluss auf 35 HP. Happy hat sich ein Stückchen zurückgezogen, um wieder seine Mates Richtung Spot schneller supporten zu können. Und das reicht für die 3 gegen 2 Situation. Scream und Sixer da schon ziemlich low geschossen. Wenn Happy fällt, jo, dann wäre da vielleicht nochmal die Chance, das Ganze aufzumachen. So bleibt es bei Optik. Ein bisschen verschätzt mit dem Spot. Alu kann da zwar noch gut Zeit rausholen, beziehungsweise Schaden machen. Am Ende reicht das nicht, da auch die Rotation von Happy abgefangen wird. So, 5:4. Wir haben wieder einen Alu, der in der Mitte steht. Mixwell versucht ein bisschen offensiv Richtung falsche Mitte zu arbeiten. Die Nate sollte eigentlich anders kommen. Und Magist will es halt wieder wissen. Der stellt sich direkt wieder mit Freiburg, dem King of Banana. Ja. Stellt sich Richtung Banana auf. Und Freiburg, der muss durch, der muss weg. Und er schafft es nicht. Jetzt ist halt Magist alleine. Und er kommt nicht mehr raus. Der muss so viel mitnehmen, wie geht. Und das reicht nicht. APK checkt die Ecke ab. Alu zieht noch schnell genug rüber. Aber wie viel Schaden kann er noch machen? Er nimmt noch mal einen mit. Mixwell findet zumindest diesmal Happy, der backsteppen wollte.
Hiermit haben sie auch eine 3 gegen 3 Situation. Und die ist machbar. Nachdem sie Happy gefunden haben, alles machbar noch. Und Alu echt mit einem guten Job macht dann noch mal ein bisschen Reparatur, dass man hier überhaupt eine Möglichkeit hat, einen Retake zu spielen. Und das war schön gemacht von Ice. Molotov rein und gesprayt. So, jetzt aber Scream hinten, der verbrennt und der letzte Spieler ist in der Banane. Muss XMS in die Offensive gehen, weil die Smoke da vor seinen Füßen liegt, um sich nochmal ein 1 gegen 1 zu arbeiten. Und Mixwell schafft es hier, den Refrag zu holen. Die Runde ist damit entschieden. Und wir haben ein 6 zu 4. Schöner Retake von Optik, aber liegt auch hauptsächlich daran, dass man diesmal Happy gefunden hat. Und clever gespielt auf jeden Fall. Wäre Happy da nicht gefallen, wäre das ganz, ganz böse geendet. Ich glaube, dann wäre das nicht so schön gewesen. So, Mixwell, 99 Damage, lässt grüßen. So, Magista wieder sehr weit vorne. Und er rennt diesmal in die Smoke rein. Man vermutet ihn da und er wird dann auch geholt. Also, das klappt nicht. Damit muss es der König der Banane machen. Sie haben wieder sehr viel Raumkontrolle bei MB. Optik hat es bisher nicht einmal geschafft, mal ein bisschen Kontrolle Richtung Banane zu bekommen. Mit der tiefen Smoke, mit einem Molotov. Davon haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Also Envy kann sich da ziemlich frei bis Mitte, größten Teil in den Apartments und Richtung Banane eigentlich bewegen. Versuchen es halt sehr defensiv Richtung Lang auszuspielen und zum Beispiel Richtung Pit. Und da wartet HS. Das ist so eine richtig gute Position von ihm. Alu findet noch einen. Zumindest kann HS noch seinen Mann stehen. Der Rift sehr lange im Pit, den versucht man zu zweit zum Laufen. Indem man Alu raussmokt, hat man hier auch die Möglichkeit dazu, zu zweit rumzuziehen und HS da zu finden. Und Alu, der ist schon durch. Und der aimt rein. So, und er macht den Frag nicht. Ganz, ganz wichtig wäre das gewesen, um Optik da nochmal das Ganze etwas zu erleichtern. Und am Ende kann Freiburg hier nichts mehr machen. Es ist die nächste Runde für Envy. 6 zu 5. Jetzt vielleicht mal bei Optik in der nächsten Runde ein bisschen mehr Druck Richtung Banane aufbauen. Also, da muss halt ein bisschen mehr kommen, dass Envy nicht ihr komplettes Spiel frei Schnauze auffahren kann. So, jetzt erstmal hier der Push Richtung Mitte. Der ist erstmal so weit erfolgreich, dass man zumindest einen Spieler findet. Happy versucht direkt den Backstep hier auszupacken. Der Spray sitzt nicht ganz. Man bringt zwei Spieler. Oder zieht zwei Spieler mit den Tod bei Optik. Envy bringt drei Waffen durch. Ja, und damit sehen wir das erste taktische Timeout bei Optik. So, schöner Frag da. Ja, wiederum ist jetzt entscheidend, was hat man vor bei Optik? Wie gesagt, ein bisschen mehr Kontrolle über die Banane wird ihn gar nicht so wehtun. Sie versuchen ja schon ein bisschen gegenzuhalten, indem sie zum Beispiel Mixwell Richtung Falsche mal pieken lassen. Da hat er halt in der letzten Runde die Schüsse gegen Happy abbekommen. Ja, und somit muss man hier was Neues versuchen. Das machen sie jetzt auch. Sie gehen mit drei Leuten Richtung Banane, versuchen direkt eine Offensive zu halten. XMS schmeißt sich wieder die Smoke, um schnell in den Boiler reinzukommen. Ja, das ist extremst gut. Also die Taktik ist halt sehr nice. Dass XMS Richtung Mitte hochgeht, sich selber eine Smoke schmeißt
und versucht hier direkt Richtung Boiler reinzukommen, ist halt echt gut gespielt. Oh, XMS versucht jetzt sogar nochmal über kurz zu kommen und seine Mates dazu unterstützen. Damit hat er die komplette Kurzkontrolle. Die Bombe geht sogar Richtung B erstmal durch. Will man da jetzt extrem durchpushen? Also wenn APK da so einen Frag holt, dann hat man auch die Chance Richtung B zu gehen. Und das ist genug Ablenkung, um beide Spieler auf A festzuhalten. Dann hat die Bombe verloren gegen Alu, der schon rübergezogen ist. Jetzt liegt es an Sixer. Eigentlich sehr coole Taktik von Envy. Red Sixer, voll in Freiburg rein. Die Idee dahinter war ja, zwei Richtung A so lang den A-Spot beschäftigen zu lassen. Und das als A-Go auch zu verkaufen, dass sie über B die Rotation abfangen können und dann auf den Spot drauf kommen. So, und das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt geklappt, nur hätte man da Alu bekommen müssen. Also die Taktik war da schon recht gut überlegt. Persönlich gefallen mir solche offensiven Aktionen eigentlich immer ganz gut. So, auch hier der Tower wird diesmal detected. Und das ist halt das Problem. Sobald sie ihre Kontrolle über die Banane verlieren bei Optik, hat Envy da freie Wahl und kann da spielen, was sie wollen. Und auch in dem Fall geht es schnell Richtung B. Sogar noch ein bisschen aggressiver als die letzten Male. Ja, und damit hat Optik mal wieder den kürzeren gezogen, wenn es Richtung Bananenkontrolle geht. Damit das 7 zu 7. Also die Halbzeit läuft auch ziemlich flott runter. Envy lässt da gar nicht so viel Zeit verstreichen. Trotzdem, ich finde, Envy spielt echt eine gute T-Hälfte. Die erkennen halt die Schwächen von Optik. Wiederum kann Optik ziemlich gut drauf reagieren. In vielen Fällen, zum Beispiel die Retakes. Man ist eher in diesen Positionen stark. Deshalb auch die Taktik, dass man vielleicht gar nicht so offensiv versucht, die Banane zu halten und eher das Ganze auf Retake spielen möchte. So, mit Gist versucht da wieder ein bisschen gegenzuhalten. Dann gibt es noch einen Molotov, eine Smoke, Palette ein bisschen durch. Aber mehr ist hier erstmal nicht zu holen. Und hat Envy wieder die komplette Banane für sich. Magis wechselt die Position. So, und holt sich immer mehr Raum. Und das könnte auch wieder flott Richtung B drauf gehen. Dann kommt es halt wieder drauf an, wie viel Schaden macht Freiburg jetzt hier. Oh, er nimmt 2 mit. Das ist gut. Magis ist zwar gefallen, aber der Retake dadurch möglich. Also, die Offensive hat sich auf jeden Fall hier erstmal gelohnt von Freiburg. So, nur mal gucken, was man hier in Runde Nummer 15 noch erreichen kann. Und Mixwell wird da keine Information bekommen. So, die Flash kommt rein. Die kommt einen Ticken zu kurz. Das ist Happy kein Zentimeter blind. Da liegt auch noch der Molotov. Das heißt, die können da nicht einfach durchpushen. Es geht um die Ecke. Happy bekommt nur einen. Aber die Zeit tickt schon viel zu schnell runter. Sie müssen halt einfach an die Bombe gehen und versuchen zu defusen. Sixer wartet hinten schon in der New Box. Und die Runde ist vorbei. Die nimmt Envy hier auch noch mit 7 zu 8.
Ja, und damit geht es weiter. Also, Optik Gaming fällt hier erstmal in den Rückstand. Dürfen jetzt aber auf T-Seite zeigen, wie das bei ihnen hier läuft. Und sie nehmen erstmal ziemlich schnell das Haus ein. XMS macht es gut. Der hat noch Screen dabei. XMS geht auf Info. Sie stehen diesmal zu dritt Richtung Banane in ihrer Pistol Round. Und Envy versucht halt ein bisschen offensive Richtung B zu zeigen. Sich auch nicht zu offensiv zu stellen. Ja. Das ist APK in der Mitte, den Klicks verteilt. Happy kommt zum Backup, kann hier direkt die Position von APK weiter verteidigen. Sixer hilft dann auch noch ein bisschen aus. Magist steht jetzt im Pit, aber die Bombe ist auf lang getroppt. Und für Magist wird das natürlich eine Mammutaufgabe. Fällt der Happy nochmal in den Rücken rein. Damit ist er bekannt. Sixer bekommt er auch noch raus. Jetzt liegt es an XMS. Geben sie die Runde hier nochmal ab. Und sie machen es. Sie geben die Runde ab. Optik holt sich hier mit einer Monster-Performance von Magist nochmal die Runde. Oh, die Glock da super gut ausgespielt. Und dann holt er ihn weg. Stark gemacht. Und mit Jisk. Aber auch ein guter Laufweg gewählt. Und der war das Erfolgsrezept. Scream pusht rein und ist damit erfolgreich. So, Pistols hat man bei Envy, aber gegen diese Waffengewalt von Optik wird es sehr schwer, sich durchzusetzen. So, APK wird da ganz kurz gesehen, HS wartet dann auf seine Chance, lenkt aber gut ab auf jeden Fall. Banane ist aber unter ihrer Kontrolle. Okay, wartet, bis die Nate aufgeht und versucht sein Glück auch nochmal zusammen mit seinem Mate Richtung Mitte. Und das ist Sixer. Der holt das Infoplay Richtung Mitte. APK schaut einmal in der falschen. So, der versucht nochmal hinterher zu gehen. Der ist aber schon Kilometer weiter entfernt. Aber das ist natürlich die Information für Envy, wo die Reise hingeht, und zwar Richtung B-Spot. Da ist man zwar schon Richtung Corfins durch. Und APK findet den nächsten, er hat einen UMP auf dem Weg gefunden. Scream pusht durch die Smoke und da gibt es den zweiten hinterher. Envy macht aus der Runde Gold. Oh, das war gutes Movement von Envy. Wollte dann die Bombe etwas defensiver legen. Dann halt das verlorene Duell gegen APK in der Banane. Hat für den gewissen X-Faktor gesorgt. Die Runde hier umdreht. 8:9. Und damit ist Optik erstmal wieder im Zugzwang. Gehen auf eine komplette Deko. Also keine Kevlar dabei. Jeder wird auf Alu mit der Deagle ausgestattet. Und das ist erstmal für die UMP als Team kein Problem. Dafür sitzt der Spray nicht und Magist kann zuschlagen. Das ist kaum Schaden. 77 AP. Sie ziehen jetzt das Tempo richtig fort an, aber da ist immer noch XMS. So, der dodgt das Ganze nochmal, wechselt auch hier nochmal die Position. Aber da fällt die Mitte zusammen. Aber da sind wir noch Sixer. Also sie holen das 3 gegen 2. Das heißt, Schaden wurde auf jeden Fall verteilt. Und billig will man es für Envy nicht machen. Hallo, kriegt sogar nochmal eine AK.
So, spielen das natürlich sehr, sehr langsam. Gute Chancen jetzt, die Runde hier sogar zu holen. Wenn Sixer fällt. Aber der hat echt eine gute Position gewählt. Das ist eigentlich eine Position, die man nicht direkt abcheckt. Jetzt wird Sixer die Bombe. Und dann kann er sogar noch den Frag setzen, weil sein Mate ihm da kein Backup geben kann. Dann reicht von der Zeit her nicht. Also Sixer macht alles richtig und Alu stirbt nach der Zeit. Ah, bitte. Damit kriegt er kein Geld. Und das ist natürlich ein kleiner Rückschlag. Wenn er AWP spielen will, dann braucht er Geld. Und das ist hiermit weg. Also Envy holt sich hier die Runde, direkt die Nachfolgerunde. Das ist natürlich wichtig, um dieses Game auch auf ihrer Seite zu halten. So, und das ist, so spielt man Banane. Weißt du, man geht weiter runter, smoked sich ab, die Nate kommt gut reingeflogen noch, by the way. Aber das Hauptprinzip der Banane ist hier bei Envy auf jeden Fall besser aufgehoben. So spielt man Banane. Man versucht offensiv runterzugehen, Raum wegzunehmen bei Optik. Man hat jetzt natürlich keine Waffen bei dem europäischen Lineup, aber trotzdem, Envy versucht Richtung Banane zu arbeiten. Eine tiefe Smoke rein, das haben wir ja gar nicht bei Optik gesehen. Optik mit den nächsten Waffen. 8 zu 11. Scream mit einer guten Position. Ah, da wartet schon einer Close. Oh, Scream muss da ordentlich Schaden einstecken. So, Scream noch mit 43 HP. Wir haben Mixwell, der nach vorne dadurch sehr viel Raum einnehmen kann. Hat noch Freiburg mit dazu geholt. So, APK ist natürlich ein Monster im Pit. Aber das wird erstmal nicht das Hauptproblem sein, eher B. Da würde ich mir Sorgen machen. Als Scream Low HP. Oder die Hälfte der HP. Und man hat noch einen Spieler mit dabei. Scream macht das Beste draus. 7 HP. Kann aber die Position wechseln. XMS gibt den kompletten Call weiter. Hört den Bombenplan. Versucht nochmal um die Smoke rumzutänzeln. Klappt aber nicht. Aber die Rotation ist sehr schnell da. Mixwell bekommt es trotzdem unter Kontrolle. Und dann hat man nur noch mit Jizz in der Mitte, der jetzt hier den Happy spielt. Und da kann Scream einfach nur noch safen gehen. Mehr bleibt ihm da nicht übrig. So, und dann ist es Alu, der da Sixer noch abholt. Der nochmal versuchen sollte, irgendwas zu töten, bevor es vom Spot abhaut. Zu 11. Also Optik holt die Runde. So, und Envy mit dem nächsten Buy. Dafür hat man nochmal genug Geld. Ist also okay. Und Mixwell nutzt das aus. So, liegt aber der Molotov. Mal schauen, ob der sich weit genug ausbreitet. Da fehlt ein Zentimeter, dass Mixwell hier verbrennt. Da haben sie jetzt keine Info drüber. Da könnt ihr für die Überraschung sorgen. Die Flash kam nicht gut. Die Flash kam nicht gut, da dreht man sich nicht optimal weg bei Envy. Beide blind.
Also da der Move nicht wirklich gut funktioniert. Scream versucht nochmal nachzugehen. Findet der erste. Oh, der zweite rennt rein. Und dann macht Scream das 3K. Oh mein Gott. Envy mit dem Todesmove. Und da dürfen sie bei Scream bedanken, der da die Eier aus Titan hat und da so reingeht. Die hält lang sauber und die Doppeldeckung Pit. So, Optik mit dem nächsten taktischen Timeout. Sehen wir noch auf uns Screen die Aktion. Ey, ist halt super bitter für Mixwell, der da einfach reinläuft. So, Matchpause vorbei. So, mal gucken, was Optik da noch aus dem Zauberhut ziehen kann. /12, Alu wieder am Revolver. Keine wirklichen Investitionen bei Optik. Ein paar Pistolen, Alu mit dem Revolver. Ja, das ist genau sein Ding. Hat er uns schon gezeigt, dass man damit auf jeden Fall Frags machen kann. Es geht über lang. Und Scream steht da mit Sixer im Kreuzfeuer. Easy peasy. Fallen sie um. Wie die fliegen. 9:13. Schönes Support-Flash. Dann rennen die blinden Spieler den Spielern, die noch was sehen, voll ins Gesicht rein. Damit geht Envy hier weiter in Führung. Also, CT-Seite passt bei ihnen. Keine Chance für Optik, nur einmal die Banane wirklich gut anzuspielen. Sie werden immer abgeblockt. Und das hat mir halt auch bei Optik auf der CT-Seite gefehlt. Das macht Envy auf jeden Fall viel, viel besser. So, schnell der Boost hoch. Jetzt kann man Applicator einsetzen. Der weiß jetzt auch, dass irgendwas auf dem Haus rauskommt. Mixwell hat den Fokus. So, Sixer sprayt nochmal nach. Da kommt aber nicht viel bei rum, außer dass Mixwell noch 9 HP hat und Freiburg 51. Ah, sie sind durch. Sie sind durch Richtung A-Side. Und die werden auch direkt safen gehen. Da noch ein bisschen auf der Jagd. Wird aber dann von XMS abgefangen. Also da brennt nichts mehr an. Envy will einfach nur versuchen, ihre drei Waffen durchzubringen. Dadurch haben sie natürlich auch mal die Möglichkeit, gut zu kaufen. Sie haben ja schon viel Geld noch übrig bei APK und bei Sixer. Aber so kannst du halt deine Ökonomie ziemlich gut oben halten. So, 10:13. Envy. Mit ihrer nächsten Runde nach dem Save wird erstmal der taktische Timeout reingehauen. Das überlegt man natürlich. Was möchten wir denn gegen Optik spielen?
Envy hält ganz gut die Banane. Da brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Die können sie auch ganz gut unter Kontrolle halten mit den beiden Molotovs. Da macht Mixwell eigentlich fast gar nichts. Nur A. Versorgt ein bisschen Kopf mit Kopfschmerzen, muss man das versuchen zu halten. Ja, da muss man jetzt eine Lösung finden. Will man echt offensiv nochmal Richtung Mitte gehen, vielleicht eine Doppeldeckung Richtung Haus. So, erstmal wieder die Doppelnate Mixwell alleine unterwegs. Auf der Suche nach der Raumkontrolle Richtung B. So, jetzt nehmen sie verzögert die Banane ein. Da wird Optik mit Freiburg noch vorgeschickt. Einfach nur ein bisschen Stress zu machen. Bombe wartet immer noch in der falschen Mitte. Ich weiß jetzt nicht, was der Gameplan von Optik ist. Ob man Richtung A wirklich gehen möchte. Die Option hat man ja dazu, weil das Haus ihm gehört. Und HS schon bereitsteht mit der Flash für kurz. So, da zieht er auch raus. Raum ein. Molotov muss er, durch den Molotov muss er das Ganze nochmal abbrechen. Dafür der Spieler im Pit Obacht. Da muss man jetzt aufpassen. Sixer immer noch mit der AWP Richtung lang. Sie haben die Dreierdeckung. Wieder dieses Kreuzfeuer Richtung lang. Und Sixer mit dabei. Der wartet nochmal auf eine Flash. Kommt nochmal die Support-Flash von APK. Das kostet sehr viel Zeit. Happy muss die Position jetzt wechseln. Ficht den ersten raus. Kann auf Ryberg specken. Und die holen mehr als genug Zeit auf lang raus, dass dieser Execute von Optik komplett in die Hose geht. Sehr schön gemacht. Sixer bleibt offensiv stehen. Versucht sein Glück nochmal vor der Smoke mit der AWP auf Close Distance dieses Battle einzugehen. Die Flash von APK kommt, vom Pit, die auch nochmal Zeit rausholt. Happy wechselt seine Position, sobald der Spieler von B rüber rotiert ist, Richtung Speedway. Und dadurch kann Happy auch nochmal eingreifen. Ja, besonders APK macht halt einen super Job da unten im Pit. Er holt sich halt das 3K. Die Flanke wird komplett auseinandergenommen. Und dann verlieren sie halt noch ihre Spieler Richtung lang, einzeln. Nach und nach. Na, und am Ende holt sich Envy hier die 14. Runde. ...10-14. Optik am Drücker mit dem nächsten Force Buy. Und Mixwell, ich weiß halt nicht, warum er immer wieder versucht, in die Banane reinzurennen. Da gibt es gute Timings, die man abwarten kann, um nicht direkt auf 64 HP zu sein. Das ist halt ein riesen Nachteil für sein Team. So, Alu wieder mit Revolver unterwegs, für mehr Geld reicht's da nicht. Muss auch sein. Und sie stehen Richtung Banane. Also sie bekommen ja den Raum. Und sie bekommen ja den Raum. Das heißt, Mixen braucht gar nicht so weit am Anfang vorzugehen. Der versucht halt immer diese Smoke auszunutzen, die von Envy seit gefühlten 5 Runden dann nicht mehr kommt. So, jetzt geht's drauf. Mal gucken. Scream nicht detected, das wird auch nicht richtig abgecheckt. Scream macht das aber nochmal sehr gut. Der geht nochmal zurück, duckt sich und wird dadurch vielleicht auch nicht richtig gesehen von dem Spieler, der unten lang läuft. Damit können sie mehr als genug Schaden verteilen. Auch Mixwell hat das schon ein Fett abbekommen auf 24 HP. Banane gehört ihnen auch. Das müsste APK, sobald er die Sandbags hat, auch klar sein. Damit wartet man bei Mixwell noch vor der Smoke und zwei Leute Richtung Spot. Wie weit kann man das jetzt hier ausstellen? Mixwell versucht einfach die Smoke drin. Dadurch kann APK zumindest den einen Frag holen. Die Ablenkung perfekt. Alu nur noch mit dem Revolver. Und der Hahn zieht zu lang.
um zwei Leute hier aus dem Leben zu schießen. Damit holt sich Envy die 15. Runde. Und sie sind einen Schritt näher, sich für das Major zu qualifizieren. Optik mit dem nächsten bei. Paar Pistolen, zweimal UMP. Und das war's dann auch mit dem Geld. Mehr geht einfach nicht. Dafür ist der Loser-Bonus einfach viel zu niedrig. Und das wird direkt mal von Scream ausgelutscht und Happy. Und die wollen den Schacht hier zukloppen. Indem sie einfach einen Offensiv-Move spielen. Und damit sind sie auch erfolgreich. Einfach nochmal schnell die Banane runter, schnell die Mitte runter. Und die Runde beenden, da Optik sowieso kein Geld hat, kann man das versuchen und den Gegner so überraschen. GG, well played, Envy gewinnt ihr erstes Spiel. Und Optik, die müssen sich nochmal fokussieren und versuchen zurückzukommen.